Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei Ihnen sein darf. Gemeinsam mit Michael, wie wir gesprochen haben, sharing is caring, also wir teilen gerne. Und ich glaube, das möchte ich auch so allgemein auf den Weg mitgeben, bevor ich reinsteige ins Thema. Verbinden wir uns mehr, die Unternehmen, egal welche Branche, schauen wir doch gemeinsam, weil einer allein ist nur ein kleines Steinchen, aber wie Sie, Herr Kopp, schon gesagt haben, alle gemeinsam, wenn jeder so, ich darf mich nicht bewegen, wenn ein Paar sich gemeinsam sozusagen zueinander bewegen, dann kommen wir einfach, sind wir viel stärker sozusagen. Und ich habe es auch treffend hoffentlich auf den Punkt gebracht, also in einer Welt, in der du wirklich alles sein kannst, sei du selbst. So unser Motto, also dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich so bin, wie ich bin, mit all meinen Höhepunkten und all meinen, wo ich nicht so gut bin. Weil, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, keiner von uns ist perfekt, sondern der eine oder andere Manko gibt schon. Es ist, verrat's jetzt nicht, was bei mir ist. Aber so für euch zum Nachdenken, ich glaube, das macht es aber aus, die Buntheit, die Vielfalt, dass jeder gemeinsam was beitragen kann und gemeinsam ergibt es ein großes Ganzes. Vielleicht nur zu mir, damit Sie überhaupt wissen, wer steht da überhaupt. Und du hast es ja schon erwähnt, also bin ja jetzt sind schon wieder 2 Jahre für diesen Bereich bei IKEA, Quality, Diversity, Inclusion zuständig. Also ich sage immer, das ist ein bunter Fächer, der sich aufmacht, wo vieles drinnen steckt. Ich mache das Ganze Teilzeit, also in 25 Stunden für komplett Österreich. Das ist einmal für manche überraschend, als Frau 25 Stunden für ganz Österreich. Kann bestätigen, es geht. War in einigen Stationen schon, ja, ein paar Jährchen. Danke, wenn ich jung geblieben bin. Ich stehe dazu, ich bin Middle Age für unsere Lehrlinge, die bei uns arbeiten, für die bin ich kurz vorm Sterben. Das ist so. Die sagen mir das auch, aber das passt für mich auch. Es hat jedes Alter so seine Vor- und auch Nachteile. Und habe ja einen bunten Hintergrund von der Hotelfachschule über das Studium bis so bei IKEA in verschiedensten Stationen, immer im Bereich Personal, quer von A bis Z. Und bin eben nicht nur in Wien tätig, sondern wohne eigentlich in Oberösterreich, pendel so die Achse zwischen gebürtig aus dem Pinzgau, also so Zell am See, Graubrunn, vielleicht das Kitzsteinhorn ist bekannt, da bin ich daheim, bis Wien, das ist so meine Achse, Gott sei Dank gibt es gute Zugverbindungen, also von dem her passt es. Und wenn Sie noch was wissen, also wenn Sie, pardon, und verzeiht es mir, wenn manchmal mir das Du rausrutscht. Aber also nicht nur die schwedische Du, ich bin ja ein Landei, ich stehe dazu bei uns, wir sind alle bei Du im Land. Also verzeiht es mir, wenn ich, also ist keineswegs, dass ich unhöflich erscheinen möchte, aber die Macht der Gewohnheit. Vielleicht zu IKEA selbst, was gibt es da zu tun? Vielleicht den ein oder anderen bekannt, aber so als seit 40 Jahren gibt es uns in Österreich mit 8 Einrichtungshäusern das neueste derzeit Westbahnhof, unser City Store mit der Dachterrasse, die eben barrierefrei zugänglich ist und wirklich für alle offen, ohne Konsumationszwang. Bin ich immer wieder platt, wenn ich denke, cool, mitten in Wien und ich komme gratis rauf, sich alles, ohne dass ich Geld brauche. Aber jetzt wieder retour zu IKEA. Und natürlich noch ein paar, 2 Logistikzentren, 8 Abholstationen, viele, viele Click and Collect. Und so Stand Oktober, wir sind jetzt 4.000 Menschen in Österreich. Von der Verteilung her, wenn man so schaut, ja, ein bisschen mehr Frauen wie Herren, aber auch das dritte Geschlecht rückt näher hinzu. Also macht sich auch schon mit 2% bemerkbar, die jetzt wirklich ganz klar dazu stehen, was wir auch sehr wichtig finden. Und leitet mich über zum nächsten Thema, zum Thema People and Planet Positive, was so 3 Schwerpunkte sind bei IKEA, wo es so darum geht, wenn wir überlegen, okay, wir sind eine große Community weltweit, fast 1 Milliarde Menschen, also das muss man sich einmal überlegen, wie viele Nuller sind da dran, die gemeinsam bewegen kann. Und wo es so darum geht, Arbeit soll ja auch gesund und nachhaltig sein, soll ja nicht nur sein, jetzt bin ich halt da und dann gehe ich wieder, sondern wo es so darum geht, wirklich alle fair und gleichberechtigt zu behandeln. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut gesehen bei meinem Vorredner auch im Video schon, also Diversity umfasst ja so viel mehr, als wir nur, sage ich jetzt, Frauen oder Menschen mit Behinderungen, sondern das ist ja so ein Fächer, der sich aufmacht. Ich glaube, wichtig ist, es soll uns allen gut gehen.
Jeder von uns hätte gern einen Job, jeder von uns möchte gern gebraucht werden. Da spreche ich als Arbeitspsychologin, weil ich einfach sage, okay, Arbeit ist so viel mehr auch, als nur, dass ich am Monatsende ein Geld kriege. Sondern überlegen Sie selbst, Ihre Teams, hybrid, real, manche Menschen von euch treffe ich heute das erste Mal in echt und lerne dann Körper auch noch kennen, nicht nur die Köpfe digital. Das ist so viel mehr, was es ausmacht und wie schön das ist, was uns da verbindet. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wo wir gemeinsam schauen sollten, dass das vorangeht, auch jeder für sich in seiner Firma. Und was ist so das Ziel für uns? Also wir haben uns ein klares Ziel gesetzt bei IKEA. Wir wollen so der weltweite Vorreiter werden, wenn es darum geht, zum Thema Gleichberechtigung. Warum? Ist schon in unseren Werten verankert. Oder unser Gründer 43 schon sich groß auf die Fahnen geheftet, hat sich nicht geändert, dass es darum geht, ja, ein gutes Miteinander zu haben, faire Chancen für alle. Und wenn ich das Thema jetzt nehme, Menschen mit Behinderung, nicht nur, dass ich jemanden einstelle, sondern dass auch Karrieremöglichkeiten möglich sind. Und nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ja, es geht nach oben, es geht quer hinüber, kann Sidesteps machen, also dass man mal die Barriere, die der ein oder andere von uns im Kopf hat, wegbekommt, wenn ich es so salopp formulieren darf. Und dass natürlich jeder Mensch an sich Fähigkeiten und Stärken hat, die er auch gut einbringen kann. Und die kann ich auch im Unternehmen nutzen, ganz wichtig. Weil, was da so dazugehört, was prägt uns derzeit, und wir sind ja mittendrin, die technologische Errungenschaft, hätten Sie mir gesagt vor 2 Jahren, ich kenne die meisten nur mehr online und nur die Köpfe, hätte ich gesagt, ja. Aber ist jetzt eigentlich schon normal. Dann natürlich die demografischen Veränderungen, und ich meine, da war ja gerade der Gipfel zum Thema Klimakonferenz, brauche ich Ihnen nicht sagen, was da so noch passieren wird, und geht er noch weiter auch mit den ganzen Polarisierungen. Braucht man nur so in die Nachbarländer schauen, was da gerade abgeht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns, auf unseren Arbeits- und Jobmarkt. Und das Bild finde ich eigentlich ganz passend. Ich habe es deshalb gewählt, weil ja, wenn wir da reinschauen, ich habe extra einen Pfeil gemacht, wir reden heute über Menschen mit Behinderungen, aber fühlt euch selbst, und das ist ein Bild, wo steht in der Mitte you, also du selbst. Und dann rundherum sind ganz viele kleine Kreise, und das ist nur ein Aspekt der Identität, die der Mensch hat, oder ich als Person. Es sind auch viele mehr, nehme ich her, habe ich Kinder, habe ich keine Kinder, bin ich Single, bin ich in einer Partnerschaft, welche Ausbildung habe ich, welche sexuellen Vorlieben, an was glaube ich, etc. etc. Also ganz bunt, und das sieht man gut auf dem Bild, das ist ein Aspekt daraus. Also es ist so viel mehr. Und das möchte ich euch gerne so mitgeben, einfach auch so zum Schauen, wie schaut es bei euch selbst aus in der Firma? Habt ihr offen darüber schon mal gesprochen, bei euch in die Teams? Habt ihr offen darüber gesprochen, schon in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis? Wie divers seid ihr da wirklich, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist? Schaue ich mir so meinen Freundeskreis an, gibt es da Menschen mit Behinderung? Oder stehe ich jetzt da und rede halt gescheit, aber in meinem, sage ich, engsten Umfeld gibt es da niemanden, damit einfach. Und da geht es um die Berührungspunkte auch. Verstehe ich die Welt vom anderen, was den so bewegt? Und das möchte ich einfach so gern als Denkansatz mitgeben. Und zum Thema jetzt bei uns, Menschen mit Behinderung, wo man, uns geht es darum, wirklich eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo ich gerne in die Arbeit gehe und gerne meinen Beitrag leiste. Und da ist natürlich wichtig, dass ich alle Menschen, die bei uns arbeiten, auch mitnehmen. Also alle, die schon bei uns sind, die 3.800 sind, genauso im Boot sitzen. Und, bin auch ganz ehrlich, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Also ich sprich es einfach offener an. Wir zahlen noch Ausgleichstaxe, aber der Plan ist schon, und haben wir uns, komme ich schon auf die nächste, nehmen wir es ein bisschen umgassen, auf die Fahnen geheftet, der Plan ist schon, dass wir in 2 Jahren keine Ausgleichstaxe mehr zahlen. Also es ist ein herausforderndes Ziel, aber nicht unmöglich. Ich sage, man wächst an seinen Herausforderungen. Wie machen wir das? Eben mit der guten Zusammenarbeit mit MyAbility als auch mit NEBA Sozialministerium, wo wir gute Kolleginnen und Kollegen jetzt haben, die uns quasi zur Seite stehen und uns helfen, dann auch so change the narrative in Bezug auf die Wahrnehmung. Ich spreche es jetzt an die Bildsprache. Bis jetzt die Bilder, die ich verwendet habe, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, vielleicht auch nicht, sind alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns. Und der Großteil, 90%, sind Mitarbeiterinnen mit Behinderung. Sei es mit
sichtbarer oder unsichtbarer? Mit unsichtbarer komme ich noch drauf, was das ist. Und warum spreche ich das an? Seit 2 Jahren haben wir auch immer am 3. Dezember den Tag, wo wir quasi feiern, den Tag der Menschen mit Behinderung, wo wir offen in unserem Netzwerk intern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von uns die Chance einfach geben, ihre Geschichte zu erzählen. Einfach offen darüber zu sprechen, wie ist es? Letztes Jahr hatten wir das Thema unseren Kollegen, jetzt mal aufpassen, den Namen nicht sage, der eine spastische Lähmung hat, also halbseitig gelähmt ist, der bei uns an der Kasse arbeitet, ich frage jetzt nicht wo, der seinen Alltag geschildert hat, wie ist das, wie gehen die Kunden mit ihm um, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass man manchmal angepöbelt wird, geht das nicht schneller. Und wo wir aber dann schon ganz klar, und das ist die Erwartung auch von uns als Unternehmensleitung, Stellung beziehen und sagen, nein, also manche Kunden, eh schön, wenn sie da sind, aber es gibt, wie soll ich sagen, so ist Leben, das gehört dazu. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann bitte lass dein Geld auch anders. Also, ich soll jetzt nicht heißen, dass keiner von uns schuppen soll, aber man muss schon mal ganz klar auch Stellung zu beziehen, ist so mein Tipp. Was akzeptieren, was lasse ich auch nicht durchgehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig fürs Teamgefüge, aber auch für die Menschen, die bei uns arbeiten. Da steht hinter euch jemand zu 100% und das gehört so. Und natürlich auch ganz wichtig, dass wir die Menschen ins Boot holen zum Thema Bias. Es gibt ja sehr viele Vorurteile, die man abzubauen mit Schulungen, wo man Sachen offen anspricht. Und es wird, Überraschung, dieses Jahr am 3. Dezember wird es ein Video geben zum Thema Arbeit mit Behinderung bei IKEA, wo wir unsere Models, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genommen haben, die wirklich ihre Geschichte erzählen. Also nicht irgendwer irgendwo aus Schweden, wir kommen aus Schweden, sind wir auch stolz drauf, sondern Menschen wie du und ich, wie wir jetzt da sitzen, die ab uns arbeiten, wenn man shoppen geht, natürlich mit Einverständnis finden, die man wiedererkennt. Wie gesagt, es braucht Role Models, die wirklich das vorantreiben. Und was hat sich noch gut bewährt? Die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Laura, wenn es darum geht, gehörlose Menschen, wo wir eben bemerkt haben, ja, wenn man auf Urlaub fährt in ein fremdes Land, lernt man auch die wichtigsten Wörter, sag's jetzt, wie es ist, wo wir uns bemüht haben, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die wichtigsten Wörter in der gehörlosen Sprache können. Ihr zwei kennt es sicher besser wie wir bemühen uns. Aber dass man zumindest Hallo, Danke, Bitte, und da merken wir, der Austausch, man bemüht sich dann und es funktioniert. Oder auch natürlich, und ich habe es vorher schon erwähnt, die unsichtbaren Behinderungen, wo keiner, was ja immer noch so ein Tabuthema ist, sei es Depression oder depressiver Erschöpfungszustand, klingt ja schlimmer als wie Burnout, wo ja keiner im Bewerbungsgespräch, wenn er kommt, sagt, ah ja, und by the way, ich habe eine mittelgradig schwere Depression. Ist bei uns noch nicht so, sage ich, salonfähig wie in Amerika, wo man schon zum Psychotherapeuten geht, wo die schon wieder fast Jesus ist, gehört genauso dazu. Oder natürlich beim Onboarding, dass man das individualisiert. Das heißt, von der Barrierefreiheit, also ohne Barrieren, dass ich es richtig sage. Und natürlich auch die Awareness zu schaffen bei den Führungskräften. Also ein Rädchen, ich alleine mit 25 Stunden werde es nicht rocken. Wie man sagt, ich bin nur die Speedboat, der große Dampfer, das sind wir alle. Und da gehören alle Menschen dazu, die bei uns arbeiten. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und das ist also mein Tipp für Sie. Jeder von Ihnen in Ihrer Firma trägt sein kleines Quäntchen dazu bei, dass es funktionieren kann. Und es sind oft wirklich die kleinen Dinge, die wichtig sind. Und natürlich ganz klar, was auch wichtig ist, dass man es im Businessplan verankert. Also wie man sagt, Papier ist geduldig, kann man alles hinschreiben. Aber dass man es wirklich auf die Agenda setzt, mit Zielen dahinter. Und das dann auch sie von ganz oben den Support holt und das okay und dann quasi loslegt oder Gas gibt. Und ja, falls noch Fragen sind, also ich teile gerne, wie gesagt, sharing is caring, gerne melden. Und ja, vielen, vielen Dank.